Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Relit, und herzlich willkommen zu meinem Toti-Voting-Video. Ja Freunde, das Toti steht jetzt bald an. Ich muss sagen, ich habe das in der im Stream schon gemacht. Leider ist die Aufnahme rutschen gegangen. Stimme weg. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich, weil ich keinen Anschluss oder so rausgezogen habe oder irgendetwas. Ja, auf jeden Fall, Freunde, wollte ich jetzt das nochmal in einem separaten Video jetzt machen. Ja, Toti vom letzten Jahr, also vom Jahr 21. Torhüter. Kommen wir zu den Torhütern. Wir haben einige großartige Torhüter. Courtois, Donnarumma. Also das ist meine Meinung, Freunde. Das ist schon mal erstmal meine Meinung, damit ihr Bescheid wisst. Und das Toti, denke ich mal, steht schon lange fest. Aber man muss halt, wie ich es immer wieder tue, nach Leistung bewerten. Und da ist schon mal ganz klar, dass Neuer schon mal total komplett fehlt, da der Mann seit Jahren schon sehr hohe Leistungen bringt und immer noch Leistung bringt. Und da verstehe ich einfach nicht, warum der nicht mit am Start ist. Denn der hat auch die Meisterschaft geholt, wie Ederson oder keine Ahnung, ob Real jetzt Meister geworden ist. Ja, Martinez hätte ich jetzt auch nicht mit reintun können, auch wenn er die Copa America gewonnen hat. Da würde ich eher so einen Donnarumma bevorzugen, weil er die Europameisterschaft gewonnen hat. Klar, Copa America feiere ich auch übelst. Damals habe ich das gerne verfolgt, wo Brasilien noch richtig geil war. Mit den alten Squad. Da sind die heute auch mit diesem Squad auch sehr krass. Aber ja, ich denke mal, da Donnarumma und Mendy das Rennen machen werden. Maignan war, glaube ich, bei Lille, hat die Meisterschaft geholt, ist dann zu Mailand gewechselt, weil Donnarumma ja zu Paris gewechselt ist. Denke ich, dass Donnarumma eigentlich nicht schlecht ist. Normalerweise würde ich Donnarumma nehmen, aber da Mendy die Champions League gewonnen hat und nicht die Champions League eigentlich richtig nochmal krasser fühle, wenn man noch die Meisterschaft geholt hat. Aber ich glaube nicht, dass er die Meisterschaft noch dazu geholt hat, das war ja City. Denke ich, dass Mendy auf jeden Fall passt. Ist egal, aus welchem Land er kommt. Hauptsache Champions League. Senegal, lass mal das jetzt auf Seite. Ja, Freunde. Oblak, kann man drüber streiten. Ist ein guter Torwart, wirklich. Aber für mich haben ganz klar, normalerweise kommt ja für mich aktuell immer noch Neuer ganz oben. Dann Nummer 2 kann man über Donnarumma und Mendy streiten. Also wer Platz 2 und 3 kriegt. Daher denke ich, dass Mendy für mich jetzt ins Tor gehört. Kommen wir zu den Verteidigern, Freunde. Wir haben Alaba von damals von Bayern nach Real gewechselt, weil er mit Bayern ja die Meisterschaft gewonnen hat. Alexander Arnold, Vize-Europameister, Artspiel Champions League-Sieger, dann zwei Europameister. Ich würde eigentlich schon direkt die beiden reintun, aber ich weiß ganz genau, ich habe das auch vergessen, jetzt am Anfang des Videos zu erwähnen. Das werden keine spielbaren Karten werden, wobei es schon eine Flashback-Karte von ihm gibt, die ich aber nicht gemacht habe. Ja. Eigentlich hätten die beiden schon klar, glasklar die beiden Innenverteidigerpositionen bekommen, weil die einfach ekelhaft sind, als Gegenspieler zu haben. Und die willst du, glaub mir, die willst du einfach nicht haben. Deshalb denke ich, ist schwer. Ich denke, vielleicht die kriegen eine Karte, aber wird schwer sein. Und dann haben wir hier Davis, der muss ganz klar Team of the Year. Da er auch, glaube ich, schon die Elf hat, Exklusivvertrag oder so hat. Ja, der Günther. Oh, was hat der denn gerissen letztes Jahr? War der auch in. Doch, der war auch in der Europameisterschaft mit dabei, ne? Deutschland ist ja nicht so weit gekommen. Ach, auf jeden Fall egal. So, Hakimi Hernandez, auch sehr starker Verteidiger. Hummels, weiß ich, verstehe ich irgendwie nicht. Dann haben wir Jesus Navas, Cancelo, Jordi Alba, den ich komplett unsympathisch finde. Hier Koundé auch gut, Marquinhos sehr gut. Ist halt auch hier wieder eine sehr, sehr schwierige Wahl. Da Marquinhos geil ist, Cancelo geil ist, Ruben Dias und Rüdiger, gibt es halt noch viele andere, die noch in der Europameisterschaft und zum Teil Meisterschaften geholt haben. Deshalb gehen wir mal zu den Innenverteidigern. Es wäre eigentlich schon einer von den beiden, Bonucci und Chiellini.
Aber Innenverteidiger, die auch spielbar werden, denke ich, dass es auch ein Antonio Rüdiger ist, da der auch die Champions League gewonnen hat und denke ich mal auch eine gute spielbare Karte kriegen könnte. Deshalb würde ich es bevorzugen, mir einen Rüdiger ins Team of the Year aufzustellen. So, dann haben wir Marquinhos, der ist für mich ein Favorit. Ruben Dias ist für mich ein Favorit. Alaba könnte, der war ja Linksverteidiger, ist ja jetzt Innenverteidiger seit 2 Jahren. Also Marquinhos, Koundé und Ruben Dias. Und ich finde von den dreien eigentlich auch alle gut, weil die eine Wahnsinnsentwicklung gemacht haben. Aber ich finde diese Entwicklung von Ruben Dias eigentlich auch sehr stark. Der war ja in Spanien gewesen, ist dann zum Winter nach City gewechselt und hat die Meisterschaft geholt. Und hat einfach, ist einfach mal durchgedreht. Also, ich würde Dias nehmen, weil ich finde den irgendwie krasser. Auch der würde eine spielbare Karte kriegen. Marquinhos hat auch gute Karten. Zwei, drei Informs, glaube ich, jetzt. Koundé müsste eine Winter-Versus-Karte haben, die ich gar nicht verfolgt habe. Deshalb, Freunde, denke ich mal, Ruben Dias wäre nicht schlecht mit der Innenverteidigung neben Rüdiger. Kommen wir zu den Rechtsverteidigern und da bin ich auch schon ganz klar. Das ist für mich ganz klar João Cancelo. Denn der hat auch eine Linksverteidigerkarte. Man kann eigentlich auch Linksverteidiger spielen. Normalerweise für mich ist Rechtsverteidiger Walker. Und könnte Alexander Arnold auch. Aber Cancelo ist irgendwie auch eine gute Entwicklung, denke ich mal wieder. Also eine gute Serie mal wieder gestartet, wo man wieder merkt, dass er in Form ist. Deshalb denke ich mal, dass der auch durch die Meisterschaft mit City sich diesen Platz verdient hat. Kommen wir zum Mittelfeld, Freunde. Das wird auch wieder sehr, sehr, sehr rutschig. Deshalb, Freunde, wir haben ein paar gute City-Spieler am Start, Chelsea-Spieler am Start und Bayern-Spieler. Für mich sind die Bayern-Spieler schon mal ganz klare Favoriten, was ich denke, nicht passieren wird. Deshalb, ja, kommen wir zu den ersten Sechser. Das ist für mich ganz klar Kimmich. Der Mann ist auf jeden Fall in seiner besten Zeit, die es gerade gibt. Ja, den als Gegner möchte man auch, glaube ich, nicht haben, auch wenn er so klein ist. Kann er wirklich auch alles wegchecken, was es wegzuchecken gibt. Und ja, wir haben, boah, Digga, wir haben hier Fernandes, wir haben Barella Europameister. Weg hier auch, gute, gute Entwicklung, seit er von Lyon wechselt ist. Jorginho, Kanté, Jorginho. Und neben Kimmich tun wir einfach mal Kanté drauf. Können die eigentlich auch so hinstellen, weil Kanté sehe ich eher mehr hinten, also vor der Abwehr als Kimmich, weil Kimmich sich immer mehr vorne orientiert. Und ja, De Bruyne haben wir. Ich denke, De Bruyne wird es dieses Jahr wieder sowieso machen. Goretzka würde ich eigentlich auch bevorzugen. Aber, Freunde, ich kann einfach nicht sehen, dass ein Müller nicht mit im Team of the Year drin ist. Deshalb finde ich, dass Müller eigentlich auch einen Platz in der Starting 11 mit drin hat. Und ja, auf jeden Fall. Das ist mein Mittelfeld. Kanté, Kimmich und Müller. Ja, Freunde. Kommen wir zu den Stürmern. Ja, wir haben da auch hervorragende Spieler. Und für mich ist schon mal ganz klar, als erster Stürmer Nummer 1 ist Lewandowski. Er könnte dieses Jahr wirklich wieder sehr viele Tore schießen. Letztes Jahr hat er den Rekord von Gerd Müller. Das muss einer mal nachmachen. Für mich aktuell der beste Stürmer, den es gibt. Und ja, würde eigentlich auch direkt Ronaldo und Messi nach, auf den Außen tun. Aber ich denke, das wird halt nicht passieren. Salah hat auch eine gute Saison gespielt. Aktuell im Afrika Cup, aber hat jetzt nichts damit zu tun.
Neymar ist auch ganz klar auch ein guter Mann. Ja, aber Freunde, Mbappé ist auch hervorragend. Ich würde sagen, Messi tun wir rechts außen und Ronaldo und links außen. Und somit haben wir unser Starting 11. Und das ist mein Team of the Year, Freunde. Wir haben aber den 12. Mann und die Flashbacks, die noch kommen werden, drei Spieler, denke ich. Und da würde ich direkt schon ein Mbappé und Neymar mit reintun. Und Florian Wirtz würde ich auch sehr gerne reintun, da er Kölner ist, da er, obwohl ich eigentlich noch heute immer noch gebrochen bin, falls du das siehst, Florian, Glückwunsch auf jeden Fall zu deiner Entwicklung bis jetzt. Irgendwann mal wirst du es bestimmt mal sehen. Und ja, für mich sind die drei die Flashbacks. Könnte man eigentlich auch als 12. Mann hier nehmen. Aber den nehmen wir mal für den Quattro, den Triple Flashbacks mit. Und 12. Mann kann man dann Salah eine Karte geben. Warum nicht? Das sind halt gute spielbare Karten. Entweder Salah oder Lukaku. Salah hat eigentlich auch eine gute Rückrunde gespielt. Und ja, beziehungsweise der hat die ganze Saison über hat er sehr gut gespielt. Da würde ich ihm eine Karte als 12. Mann geben. Ja, Freunde. Das war's. Das ist mein Starting 11 nochmal. Lasst gerne ein Like auf das Video da. Lasst einen Kommentar da. Wer noch nicht abonniert hat, abonniert diesen Kanal, Freunde. Ich würde wirklich mich auf jeden Einzelnen freuen. Ja, ansonsten sehen wir uns wie gewohnt zum Wochenende wieder zur Weekend League. Ich denke mal, nach diesem Event wird wahrscheinlich das Game nochmal tiefer begraben werden. Aber wir lassen uns nicht ärgern, Freunde. Wir schwitzen weiter in der Weekend League. Checkt gerne noch den ersten Link in der Beschreibung aus. Da bin ich jedes Wochenende wirklich, beziehungsweise jeden Tag versuche ich ja live zu kommen. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Macht's gut, Freunde. Euer Khalid ist draußen und ciao.